Guten Morgen, Muho. Nicht Muho, sondern Guten Junior. Morgen, Muho. Du hast dieses Hier ist Muho, hast du, glaube ich, so drin. Ich habe das jetzt auf dich projiziert, ne, was du sagen solltest. Guten Morgen, Dunja. Guten Morgen. Ja, schön, dich wieder zu sehen. Ich bin, weiß nicht, nervös ist ein bisschen übertrieben, aber bei unseren letzten Gesprächen, ich hatte immer so ein halbes Dutzend an Fragen im Katalog, ne, und wenn uns irgendwie der Gesprächsstoff ausging, habe ich immer gesagt, jetzt lass uns mal weitergehen zur nächsten Frage, ne? Ja. Und im Moment ist so ein bisschen ja, also Flaute. Es gibt noch einige Kommentare auch zu unserem letzten Gespräch, ne? Da waren einige Kommentare. Und ich arbeite ja gerade an einem Buch. Ich habe dir ein paar Artikel geschickt, ne? Da Ja. ging es um Loslassen oder auch das Bedürfnis, losgelassen zu werden. Es ging um das Thema Liebe und damit verbunden natürlich auch Hass, ne? Und es geht um Hingabe. Und ich habe dich auch zitiert, ne? Also ich zitiere dich an mehreren Stellen in diesem Buch, ne? Auch in dem Kapitel, in dem es um Liebe geht. Da zitiere ich von deinem Blog, ne? Jetzt, also der Grund, weshalb ich ein bisschen nervös bin, ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, worüber wollen wir überhaupt sprechen, ne? Wollten wir über diese Themen Liebe, Hingabe, Loslassen und losgelassen werden sprechen oder wollten wir zunächst mal eingehen auf Kommentare, die zu unserem letzten Gespräch abgegeben wurden? Was meinst Ich du? hab noch gar nicht auf die Kommentare geguckt. Da weiß ich Ja. noch gar nichts. Ich fand die Frage von Melande ganz interessant, ob Mitgefühl und Liebe nicht ganz unterschiedliche Sachen sind. Ja, ja, Das fand ja. ich ganz interessant. Aber ansonsten denke ich auch, es ist ja ein bisschen wie in einer Analyse, wo man sich nicht vorbereitet und einfach das kommt, was kommt. Das finde ich ja auch immer ganz spannend. Ja. Dann ja vielleicht zum Einstieg. Ich könnte dir ein paar Sachen vorlesen, die zu unserem letzten Gespräch gepostet wurden auf meinem Kanal. Und vielleicht finden wir da auch einen Ja. Übergang, auch zu diesem Thema, ja, loslassen und losgelassen werden wollen. Das hat für mich auch so ein bisschen was zu tun mit Scham und Schuld, und das war ja das Eingangsthema beim letzten Mal, ne? Ein Thema, über das wir auch schon Anfang des Sommers gesprochen haben, aber ich hatte das Gefühl, da haben die Leute am stärksten drauf reagiert. Und ich fand den folgenden Kommentar ja ganz interessant. Da schreibt jemand: Jede Niederwerfung vor dem Buddha ist eine Niederwerfung vor dir selbst. In meinen Augen das Schamloseste, was ein Mensch tun kann, der Gipfel der Unverschämtheit. Oh. Und ich hatte das Gefühl, also dieser Kommentar, der sagt etwas, was vielleicht für einen unbedarften Leser recht ja provokant klingt, ne, oder vielleicht auch überraschend. Für mich aber eher so die typische Grundhaltung in der Zen-Szene ausdrückt. Also, wir sprachen ja beim letzten Mal darum, wie erkläre ich das meinem Kinder, dass der Papa sich da vor den Buddha niederwirft oder auf die Knie geht. Man selber hat nicht das Gefühl, dass man da irgendeinem religiösen Kult beigetreten ist, aber irgendwie sieht es ja doch aus wie Götzenverehrung, ne? Da ist diese Statue und alle werfen sich davor nieder. Und dann wird eben oft gesagt, was genau dieser Kommentarschreiber sagt: Man verbeugt sich ja nicht vor einem äußeren Objekt da. Ich werfe mich nicht vor dem Buddha in den Staub, sondern diese Verbeugung, da ist Subjekt und Objekt sind gar nicht getrennt. Das ganze Universum verbeugt sich sozusagen vor sich selber. Es ist ja eine Verbeugung vor mir. Im Grunde, ne? In dem Moment, wo ich mich vor dem Buddha verbeuge, ich verbeuge mich vor mir selber oder ich drücke den Respekt gegenüber meiner eigenen Praxis aus. Und dann wird es für die meisten sehr viel einfacher. Ach so, ich verbeuge mich gar nicht vor einem 2500 Jahre alten Inder da oder vor irgendeinem Götzen, sondern der Respekt gilt mir selber.
Plötzlich wird es ganz einfach für die Menschen, ne? Und das ist das Unverschämteste, bekommt ja jetzt einen positiven Spin sozusagen, ne? Wir wollen uns ja nicht schämen. Das war auch ein anderer Kommentar, der unter unserem letzten Video stand. Ich schäme mich für gar nichts, ne? Und das ist etwas, was viele haben dieses Bedürfnis, ne? Sich sozusagen loslassen zu dürfen von dem Scham und unverschämt sein zu dürfen. Und wenn dann diese Verbeugung selbst noch zum Ausdruck der Schamlosigkeit wird, dann hat das etwas Positives. Und ich verstehe zwar, wo dieser Kommentar herkommt, und ich glaube, wie gesagt, das ist eine typische Haltung, die viele von uns zumindest in der Zen-Community haben, ne? Ich sehe da eben auch dieses ein Problem, dass dieses, ja, aber es gibt ja kein Subjekt und kein Objekt. Ich verbeuge mich ja in Wirklichkeit gar nicht vor dieser Statue. Dass da irgendwie durch das Hintertürchen wieder so eine, dass das zu einer Ausrede wird, um sich dann eben doch vor dem irgendwie vorgestellten Kritiker, ne, zu rechtfertigen zu können, ne? In Wirklichkeit ist es ja das Universum, das sich hier vor dem Universum verbeugt. Und das ist zwar nicht falsch, ne, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, da stimmt was nicht. Dieses sich nicht schämen müssen wollen. Ich muss mich für gar nichts schämen. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir da noch drüber sprechen. Eine andere Kommentarspalte, ich nenne sie immer Kommentarspalter, weil sie ja in der Kommentarspalte was schreiben. Das klingt also wie Haarspalterei, ne? Eine andere schreibt: In dem Buch Befreiung von Schuld und Scham geht Angelika Dörner und Lawrence Heller, dem Begründer von NARM, der Dynamik von Scham und Schuld auf die Spur, was ich sehr empfehlen kann. Ich weiß nicht, sagen dir die Namen oder NARM, sagt dir das was? Nein, sagt mir gar nichts. Also ich glaube, die Schreiberin hat selbst eine Ausbildung gemacht in Traumatherapie, und ich habe das ganze Buch nicht gelesen, aber man kann die ersten 40 Seiten oder so im Internet lesen, ne? Und was ich da gelesen habe, zum einen, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon Anfang des Sommers gesprochen. Es wird oft unterschieden zwischen Schuld und Scham. Und die Unterscheidung war, glaube ich, schuldig fühlt man sich für etwas, was man getan hat, für eine Handlung. Und man kann sich dafür entschuldigen. Es ist auch wichtig, dass man Fehler eingesteht. Bei Scham ist es so, dass man sich weniger für das schämt, was man getan hat, sondern für seine Existenz. Deshalb, es wird oft gesagt, dass Schuld an sich ist nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es ist wichtig, dass wir uns auch schuldig fühlen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Bei der Scham dagegen, die ist toxisch. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns davon befreien. Und eben deshalb spüre ich bei vielen Leuten dieses Gefühl, ich will mich für nichts schämen müssen. Hat vielleicht auch damit zu tun, wenn man in einem christlichen Umfeld aufgewachsen ist. Bei mir war es nicht so, ne? Aber ich höre das oft von Leuten, dass sie zum Beispiel als Kind, ne, man dankt dem lieben Herrn Jesus für das Essen, und dann möchte man aber nicht aufessen, und dann zeigen vielleicht die Eltern da zu dem Kruzifix, das über dem Esstisch hängt, und sagt: Hier, der liebe Jesus, der ist doch für deine Sünden gestorben, und jetzt sagst du, du willst das Essen, das wir dem Herrn Jesus verdanken, nicht aufessen. Ne? Und dann als Kind fragt man sich natürlich, ja, für welche Sünden ist denn der jetzt gestorben? Ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Warum muss ich mich ständig schuldig, oder ich weiß nicht, ob man in diesem Fall dann noch von Schuld sprechen würde oder eigentlich von Scham. Ne? Warum muss ich mich ständig schämen gegenüber Gott, ne, für diese Erbsünde, an die ich mich nicht erinnern kann? Warum muss ich mich schämen für etwas, was der Adam und die Eva da gemacht haben? Und auch da könnte man ja Adam und Eva noch verteidigen, insofern als der allwissende Gott, der wusste ja schon genau, dass sie den Apfel essen würden. Und warum müssen wir uns jetzt heute noch dafür schämen, ne? Dass der Adam und die Eva da in den Apfel gebissen haben? Also wenn man so aufgewachsen ist, dann kann ich auch so ein bisschen verstehen, dass man weg will und schon ein bisschen so getriggert wird, schon von dem Wort Scham, ne?
Andererseits, ich persönlich, und das habe ich vielleicht auch schon gesagt in unserem Gespräch im Sommer, es gibt im Zen einen Text vom Dogen, der für mich persönlich sehr wichtig ist, weil er meine Zen-Schule in Japan gegründet hat, ne? Also der Dogen, der schreibt irgendwann mal, der Weg der Praxis ist nicht schwer, wenn du die Einstellung hast eines Menschen, der, was weiß ich, Millionen in der Kreide steht, ne? Er hat Schulden, aber er hat keinen Pfennig in der Tasche. Und in dem Moment klopft es an die Tür und er weiß, da steht der Gerichtsvollzieher oder da stehen meine Schuldner. Und ich fand das immer sehr interessant, diesen Satz, weil es erinnert mich so an, ja, in der Schuld stehen, aber das ist dann auch schon fast für mich schon Scham, ne? Also man hat ja nichts. Man kann sich nicht entschuldigen, man kann es nicht zurückzahlen, man hat keinen Pfennig in der Tasche. Und wenn man sich so in Grund und Boden schämt, Dogen sagt, dann ist der Weg eigentlich ganz einfach, weil diese Scham erleichtert es einem ja, loszulassen von diesem, ich habe doch ein Recht auf oder ich sollte doch, ich müsste doch und so weiter, ne? Die Welt schuldet mir noch was. Für mich hat das etwas Heilendes. Andererseits, ich spüre immer, dass Menschen von solchen Sätzen, egal ob sie jetzt von Buddhisten geäußert werden oder ob man dem im Christentum begegnet, da fast allergisch reagieren. Und vielleicht eben der Grund ist, ich will aber nicht loslassen von diesem, aber die Welt schuldet mir noch was. Ich habe doch ein Recht auf, ne? Aber ich weiß nicht, hast du noch was dazu zu sagen? Ich glaube, bei den Themen wird wirklich so viel gedacht Zu und so viel wenig gedacht gef zu viel gedacht und zu und wenig zu gefühlt. wenig gefühlt. Ja. Und ich dachte immer an die Szenen, die wir so im Fernsehen sehen. Irgendwer wird angegriffen, damals zum Beispiel die USA mit dem World Trade Center. Direkt war so dieses, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir stehen auf und so weiter. Und ich finde das schon immer so ermüdend. Wir stehen auf, wir stehen zusammen, wir sind wehrhaft und so. Und dann Ja. denke ich immer, wo bleibt denn mal dieses, oh mein Gott, also so eine Art Demut vor diesem Bösen oder Ja. dieses Zugeben, ich wurde wirklich getroffen, ich bin sprachlos, ich bin machtlos. Und ich kann jetzt erstmal gar nichts tun. Irgendwie warte ich immer mal auch auf so eine Bewegung. Und ich fand es eigentlich erleichternd, durch die Psychoanalyse eigentlich gelernt zu haben, mich innerlich auch zu verbeugen. Und ich glaube, wenn man das nicht kann, ist das oft die Folge von einem ganz, ganz starken Über-Ich. Also was so ganz streng kritisiert, du darfst dich gar nicht schämen, du sollst dich nicht schuldig fühlen, es ist, bleib stark, zeig keine Schwäche. Das sind Ja. ja oft auch Gedanken und Spuren von Erziehungsmethoden, so wie du eben sagtest, wenn das Kind dann das Essen nicht aufisst. Ja, Und ja. das Gefühl hat, es muss, aber da hängt, wie du das eben sagtest, da hängt Jesus am Kreuz. Dann kann man das Essen natürlich auch hassen. Ja, Ne? ja. Dieser Schritt fehlt dann. Du fängst natürlich dann irgendwann an, das Ganze zu hassen. Wenn du dich verbeugen musst, Ja, ist es ja. natürlich eine schreckliche Sache. Ja. Aber wenn man das Bedürfnis hat, ich weiß nicht, ich finde solche Bewegungen und Regungen in sich wahrzunehmen ganz wichtig. Und so viele Menschen haben so eine übergroße Angst, vor Ja. Schuld. Ja, Und ja. das ist ja auch, ich finde immer, alt werden ist ja nur eine Ansammlung von noch mehr Schuld. Also, wie du das sagst, du hast schon so viel Schulden und dann klopft schon wieder einer an der Tür. Ja. Und es gibt ja ganz schreckliche Schuld. Also, dass ich mir im Januar den Arm gebrochen habe, dafür gebe ich mir die Schuld, weil ich nicht besser aufgepasst habe oder unausgeruht mich auf den Weg gemacht habe. Ja. Oder bei Wetten, dass gab es doch mal diese Wette, wo der Vater den Sohn
der Sohn wollte irgendwie über das Auto springen und der Vater ist gefahren und dann gab es einen schweren Unfall und der Sohn war danach gelähmt. Der ist ja heute, glaube ich, Schauspieler. Der hat ja was Aha, ganz Tolles draus gemacht. Aber ja. wenn man zum Beispiel sich in den Vater reinversetzt, was für eine unglaubliche Schuld muss man haben, Ja. für ein Schuldgefühl, wenn man den Ja. Sohn quasi anfährt und der ist dann gelähmt. Also das sind ja Dimensionen von Schuld, die kann man sich ja schon gar nicht mehr vorstellen. Ja. Oder auch, wie schuldig muss sich Putin fühlen oder jemand, der wegen Mord im Gefängnis sitzt. Da denke ich, das sind doch Schuldgefühle, die kann man schon gar nicht mehr aushalten. Wie soll man damit umgehen? Und ich finde das so viel wichtiger, diese Schuld zu spüren Ja, und dem ja. wirklich Raum zu geben und dann sich zu fragen, wie soll das gehen? Und der Ratlosigkeit mal Platz zu geben. Ja. Und ich finde das immer so mühselig und so anstrengend, wenn dann so dagegen gearbeitet wird. Ja. Und es ist Ja. oft so viel gedacht, also so Logiken, warum man doch nicht schuldig sein muss und so. Und dann denke ich mal, das ist so, als würde man sagen, ich muss nicht mehr zur Toilette gehen. Ne? Man muss auch den inneren Müll loswerden. Das Ja. ist doch in der Psyche irgendwie dasselbe Prinzip. Es sind natürliche Regungen und ganz Ja. gesunde Regungen ja auch. Ja. Und warum muss das immer so bekämpft werden? Das finde ich Hm. immer schwer zu verstehen. Mich erinnert dieses Thema an etwas, was du auf Twitter vor ein, zwei Wochen gezwitschert hast. Und das ist vielleicht auch eine Überleitung zu dem Thema Loslassen und losgelassen werden wollen, über das ich ein ganzes Kapitel schreibe in meinem neuen Buch. Du Ja. hast, ich glaube, das ist der 20., nee, der 17. Oktober, da schreibst du, Loslassen in Anführungszeichen heißt auch Abwehr aufgeben, Schuld eingestehen. Rechnung bezahlen, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, ne? Ich sage immer, loslassen und annehmen sind die zwei Seiten einer Medaille und sehe dann immer wieder verdutzte Gesichter, weil manche Leute glauben, loslassen bedeutet, ich will mit was nichts zu tun haben, ne? Und annehmen Richtig. bedeutet das so in den Arm schließen, ne? Ja. Ist doch genau das Gegengesetzte, ne? Und ich verstehe. Oder ich habe mich schon daran gewöhnt, dass das die normale Reaktion ist. Aber für mich ist es eigentlich so, loslassen bedeutet ja, du öffnest die Hand und das ist ja auch die Hand, mit der du etwas annimmst, ne? Oder jemandem die Hand Genau. gibst, ne? Das ist ja auch ein Akt des Loslassens, ne? Oder wie du hier sagst, Verantwortung für etwas übernehmen, eine Schuld einzugestehen. Und eben das eben, das wollen die Leute nicht. Ich will nicht schuldig sein müssen. Ich will nicht in der Kreide stehen, ne? Aber das ist ja auch loslassen, ne? Nicht. Es gab diesen Witz bei mir früher in der Zen-Gruppe als Student. Jemand hatte sich 50 Mark von einem geliehen. Ne? Ich zahle dir das am Monatsende dann zurück und am nächsten Monat, du hast das Geld immer noch nicht zurück und sprichst den dann höflich drauf an, könnte ich vielleicht die 50 Mark vom letzten Monat noch zurückhaben? Und der sagt, was, du praktizierst Zen? Du solltest doch schon längst losgelassen haben von diesen 50 Mark. Ja, ne, beziehungsweise unter deinem Tweet, da schreibt ja auch jemand, super, könnten das nicht mal diejenigen machen, die mich losgelassen haben, ne? Also jeder kann sich wahrscheinlich erinnern an Leute, denen man eigentlich was geliehen hatte oder die einem eigentlich noch mal was zurückgeben könnten, die das aber schon längst losgelassen haben, ne? Und das sind dann die Dinge, von denen wir nicht loslassen wollen, allerdings ist es wahrscheinlich auch hilfreich, sich umgekehrt die Frage zu stellen, Ja. ne? Und was ist das, was ich schon in Anführungszeichen losgelassen habe, aber eigentlich gar nicht mehr, ja, sozusagen durch Ja. die Tür dann sozusagen nicht offen habe, ne? Ja. Ja, wenn ich jemandem Geld schulde, dann Ja. kann ich das ja nicht loslassen, weil ich immer wieder denke, oh Mist, ich schulde dem noch was. Ja, Und ja, der ja. andere kann nicht loslassen, weil der denkt, oh, ich kriege doch noch was. Ja, Das ist auch ja. wieder Physik in der Seele, ne? Das ist das Ungleichgewicht. Und Ja. wenn ich dem anderen das Geld zurückgebe, Ja. dann kann ich das loslassen und der andere sagt, jetzt bin ich zufrieden, ich habe es ja bekommen. Ja. Und die ganzen Abwehrmechanismen in der Seele sind ja das Gleiche. Wenn ich sage, ich fühle mich hier nicht schuldig oder ich fühle mich nicht ängstlich, dann halte ich Ja. an der Abwehr fest. Wenn ich aber, wenn, genau, wenn ich das annehme und sage, ich
bin aber ängstlich und ich bin aber schuldig, dann lasse ich ja diese Abwehr los und die Gefühle kommen zurück zu mir. Und man sagt ja auch, oder in der Psychologie ist das ja bekannt, dass Kinder, die sich nicht von den Eltern lösen können, das sind oft die Kinder, die besonders große Schwierigkeiten hatten oder die, wo die Eltern besonders viel Probleme hatten mit den Kindern und wo das Verhältnis ungut ist, die kommen nicht voneinander los. Wenn das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern gut ist, dann ist die Trennung wie natürlich. Da muss man nicht immer aus schlechtem Gewissen irgendwo festhalten oder so. Wir neigen dazu, die Sachen so gerne zu verdrehen. Also loslassen, sobald es ein anstrengender Akt ist. Es ist ja auch schon schwierig. Aber es kann auch, also meine Tochter, als sie ganz klein war, da hatten die so gespielt mit so einem Kinderstühlchen. Und meine Tochter hat das so festgehalten. Und sie wusste aber, sie muss jetzt dieses Stühlchen hergeben. Ne? Sie hatte das schon so lange und der andere Junge wartete da drauf. Und dann ließ sie das so los, so wirklich in Zeitlupe. Und die Tränen kamen. Und man sah, was sie das für eine Anstrengung kostete, dieses Stühlchen loszulassen. Und dann dachte ich, ja, so schwer kann das manchmal sein. Und da denke ich auch, das ist auch körperlich verankert. Also was die Babys ja zuerst machen, ist festhalten. Ne? So das Äffchen krallt sich fest. Aber das Loslassen, das ist ein ganz schwerer Schritt. Auch später bei neurologischen Erkrankungen ist die Verkrampfung oft das Normale. Aber das Entspannen, das ist wirklich schwer. Und ich denke immer, das spiegelt sich alles in der Seele auch wieder, was wir tief innen fühlen, körperlich fühlen. Und Ich glaube, deswegen 3 Tage nach diesem Tweet, da hast du einen anderen Tweet losgelassen, der in gewisser Weise in dieselbe Richtung geht, aber auch irgendwie fast schon das Gegenteil sagt, ne? Da schreibst du, Sachen wegschmeißen ist der eigentliche Weg zur Erlösung. Das klingt so ein bisschen wie, heißt die im Westen Marie Kondo, die so sagt, ne, räum mal bei dir auf, räum den ganzen Mist aus, ne? Also wegschmeißen, Sachen loswerden und dann ist viel mehr Raum, den man bei sich hat. Der Grund, weshalb ich sage, das ist fast in die umgekehrte Richtung, da wegschmeißen korrespondiert so also ein bisschen mit loslassen. Allerdings, und das haben ja auch manche Leute dann unter deinen Tweet geschrieben als Kommentare, ist es nicht wichtiger, die Dinge wertzuschätzen, ne? Oder bevor du es wegschmeißt, könntest du es ja auch verschenken, ne? Oder wie heißen das Sozialkaufhäuser? Bei mir in der Nähe gibt es ein Sozialkaufhaus, da würde ich das lieber hinbringen. Man muss ja auch an die Rohstoffe denken, aus denen diese Dinge gemacht werden. Und du sagst das nun, wie ist es mit der Steuererklärung von 2013? Also manche Dinge, manche so, wie sagt man, Aktenordner oder sowas, von denen kann man sich wahrscheinlich dann schon trennen. Also ich persönlich bin auch ein Typ, der dann sagt, am besten gar nicht erst kaufen, ne? Und wenn es erstmal da ist, versuchen, es wertzuschätzen. Ich bin auch einer, und das schreibst du ja auch dann unter dem Kommentar, man kann es ja auch verschenken. Und du sagst, ja, aber es kommt auch vor, dass der Beschenkte merkt, dass er als Mülleimer missbraucht wird. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ne? Dass ich für die Kinder ein Puzzlespiel geschenkt bekomme, aber da fehlen Dutzend von den Stücken. Ne? Und man merkt es schon, also der Besitzer, der hatte selber keine Lust mehr auf das Puzzlestück Spiel, aber wenn er es jetzt einfach in den Müll tut, würde er sich wahrscheinlich schuldig fühlen, damit er sich nicht schuldig fühlen muss, beziehungsweise sogar das Gefühl hat, ich habe ja was für jemand anders getan, verschenkt er es, ne? Und dann sollte man sich natürlich unter Umständen auch fragen, ja, ist das wirklich noch Schenken im eigentlichen Sinne, dass man etwas an den anderen gibt, was man auch sehr gerne selber noch hätte, ne? Aber in der Annahme, der kann es besser verwenden als ich, oder ist es tatsächlich eine Form des Wegwerfens, bei der man sich einfach nur moralisch besser fühlt? Ja.
Ja, wie ist das mit dem Wegschmeißen und dem zumindest dem Schuldgefühl, das manche von uns haben, ne? Also zum einen kann es befreiend sein, dieses Ding, das du immer da stehen hattest, weil du dir dachtest, vielleicht kann es ja irgendwann mal nochmal gebrauchen, ne? Und plötzlich ist es weg. Und das ist zwar Freiheit, aber ja, wie ist das, ne? Woher kommt das, dass manche von uns da so ein bisschen fast schon Schuldgefühl haben, ne? Ja, auch das würde ich denken, ist natürlich, das Teil wurde irgendwann produziert, hat Rohstoffe gekostet, man selbst hat Geld ausgegeben. Es ist manchmal widersinnig, Sachen wegzuschmeißen, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Menschen, die können nicht gut wegwerfen, die horten alles, ne? Ja, Aber ja. ich gehöre zu denen, die, wenn die sich dann. Wenn ich wirklich Dinge weggeworfen habe, das ist für mich wie Aufatmen. Mir geht es wirklich sehr, sehr viel besser danach. Ich glaube, diese ganzen Simplify Your Life Bücher, die sprechen ja auch von diesem Effekt. Ja. Ja, man fühlt sich da auch wieder schuldig. Das bisschen ist es so, ja. Gibt ja auch so Müllverbrechen, ne? Also ich habe das. Wenn so Sperrmüll ist und ich stell meine Sachen manchmal so dazu, dann nenne ich das immer Hinzustellkriminalität. Im Gegensatz zu Wegnehmkriminalität. Also mit Müll umgehen ist ja nochmal auch ein ganz extra Kapitel. Wo werfe ich auch den kleinen Elektromüll nochmal hin? Tue ich den doch in den Hausmüll und verpacke den dann gut geschützt? Da spielt das Thema Schuld auch immer mit rein, glaube ich, ja. Aber diese Befreiung ist umso größer. Trotzdem, ich mache es trotzdem gerne. Ja, aber ich gucke auch tausendmal, bevor ich mir was kaufe, überlege ich auch immer noch eine Nacht. Also ich finde es immer wichtig, eine Nacht zu schlafen drüber und am nächsten Morgen zu gucken, brauche ich das wirklich? Und Ja, sich ja. nicht von der schönen Melodie im Kaufhaus da verleiten zu lassen. Und auch Also. immer wieder zu denken, wenn die Dinge im Kaufhaus im Licht stehen, sehen die dann bei mir auch so aus? Stehen die bei mir auch im Licht oder wie sehen die aus, wenn die verstaubt sind? Das versuche ich mir immer einmal vorzustellen, bevor ich was kaufe. Und der Reiz an IKEA ist ja zum Beispiel nur, dass die Sachen alle so sauber sind. Wir alle haben IKEA zu Hause und es sieht nicht mehr so aus wie im Laden. Also Ja. diese Dinge sich klar zu machen, glaube ich, auch mal wichtig. Und dann. Man kann nicht überall perfekt sein. Ja. Also, ja. Und bei IKEA, da sind ja auch alle richtig zusammengebaut, aber zu Hause dann irgendwie so ein paar Schrauben dann falsch angebracht und das Regal ist schief. Ja, und bei IKEA steht ein Blümchen drin, aber zu Hause hast du deine iPad-Kabel und du weißt nicht, wohin damit. Und dann sieht es ganz schnell unmöglich aus. Ja. Ja. Bei Müll, also da das, ich weiß nicht, was der zu bedeuten hat, aber es gibt so einen kulturellen Unterschied zwischen, in Deutschland sieht Müll aus wie Müll, ne? Also es ist Müll und wenn sich da jemand was vom Sperrmüll holen will, kann er das wahrscheinlich in der Regel gerne tun, aber man sieht den Dingen, die da auf dem Müll sind, schon an, ja. Der Besitzer hat sie weggeworfen, weil er sie nicht mehr braucht. In Japan, interessanterweise, die Leute machen ihren Müll sehr, sehr sauber, bevor sie ihn entsorgen. Ah Also zum ja. einen auch beim Recycle-Müll ist es auch so, ne, dass alles, die Flaschen und die Dosen nochmal schön gewaschen werden, bevor sie weggeworfen werden. Aber nicht nur das, sondern auch so Sperrmüll, ne? Dass eine Pfanne oder ein Herd oder so ein Kühlschrank nochmal richtig so schön geputzt wird, bevor du ihn wegwirfst. Ne? Es hat fast schon was Neurotisches, könnte man sagen. Ne? Warum muss dieser Kühlschrank, den man sowieso wegschmeißt, nochmal so schön putzen? Ne? Ich habe von einem Japaner mal gehört, dass es einfach ein Ausdruck der Dankbarkeit ist für die vielen Stunden oder Monate, Jahre, die dieses Ja, Gerät für einen dann gedient hat, ne? Dass man es einfach dann noch
sozusagen in einem schönen Zustand auf seine letzte Reise schickt. Ne? Ich weiß nicht, ob das alles ist, ne? Oder ob das vielleicht auch daran liegt, dass vielleicht die Nachbarschaft guckt, ne? Und wie sieht denn hier der Kühlschrank aus, ne? Dass man nicht von der Nachbarschaft da für den dreckigen Müll beurteilt werden will. Das könnte natürlich auch mit reinspielen. Ne? Aber wenn man zu den Menschen gehört, die dann auch gerne mal was vom Müll mitnehmen, ne? Japan ist da paradiesisch, ne? Weil die Sachen sehen super aus, fast wie ein Sozialkaufhaus, eben, dass man gar nichts bezahlen Echt? muss. Das ist ja interessant, Das ist sehr interessant, ja. ja. Ist alles so hygienisch und ästhetisch da, finde ich. Also ich kenne es ja nicht. Ich war noch nie in Japan, aber von den Bildern oder Dokumentationen, das sieht immer so aus. Ja, selbst der Müll, ja, das ist richtig. Ja. Wahnsinn, ja. Ja. Aber du würdest da nicht irgendwelche unterdrückten Sachen da vermuten bei den Japanern, dass die da irgendwelche Leichen im Keller haben, die sie dann auf die Wie solche Kulturen entstehen oder woran das liegt. Ich finde sowas immer total interessant. Kennst du die Linda Thomas? Das ist eine Putzfrau, die ziemlich bekannt geworden ist Nee, durch kenne ihre ich nicht. Bücher. Die hat ein Buch Ja. geschrieben, das heißt Putzen, eine Liebeserklärung an die Gegenwart. Ah, ich glaube, du hast das auch irgendwo verlinkt, auf Twitter oder so. Ja, Ja. ja, ja. Und ich finde das ganz schön. Also die gibt den Tipp, aus dem Putzen eine Meditation zu machen und mit Hingabe zu putzen und Dinge mit Liebe zu putzen. Und sie sagt, es macht einen Unterschied, ob ein Raum zwanghaft geputzt wurde, also so richtig geschrubbt und Hygiene und keine Bakterien mehr, oder ob jemand da war, der den Raum mit Liebe geputzt hat. Und ich habe immer das Gefühl, ja, sowas kann man spüren. Und das macht einfach ein schönes Gefühl, wenn da jemand Hingabe in eine Sache reingesteckt hat oder in die Umgebung reingesteckt hat. Und vielleicht gehört das in Japan mehr zur Kultur als bei uns. Auf Spannend. alle Fälle, ne? Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich bin dem Link gefolgt dazu zu Amazon, habe mir den Titel und die Beschreibung angeguckt und es erinnerte mich ja tatsächlich an eine Einstellung, die in Japan eigentlich ganz normal ist, ganz natürlich. Also auch ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Japan. In Japan, das Putzen des ganzen Schulgebäudes gehört mit zum täglichen Unterricht. Also die Kinder machen jeden Tag in der Mittagspause gemeinsam mit den Lehrern das ganze Schulgebäude sauber, auch die Klos und alles, ne? Toll. Und im Kloster ist es genauso, ne? Also sauber machen gehört auch mit zur religiösen Praxis. Also ich weiß nicht, wie es in einem christlichen Kloster wäre, ne? Aber ich glaube, in der Kirche bei meinem Großvater, der hatte Reinigungspersonal, dass das die Kirche sauber gemacht hat. Ne? Also es gehörte nicht zu den Aufgaben des Herrn Pastor, dass er dann hinterher noch den Boden in der Küche wischt. Ne? Aber im Kloster ist das ganz selbstverständlich, dass die Bewohner des Klosters jeden Morgen die Holzflure schrubben. Ne? Und den Anteil der Holzflur, der war 1,80 breit und die Wischlappen, die waren 60 cm. Das heißt, man muss da so drei Bahnen machen. Ne? In der Regel so ein bisschen wie so eine Yoga-Pose, ne? Dieser nach unten gerichtete Hund. Ne? Also mit den Händen auf dem Boden und dann läuft man in so einer nach unten gebeugten Haltung. Ne? Was dann auch, wenn man ein bisschen älter ist, auch ein bisschen auf den Rücken geht. Ne? Und immer wieder, ne, also alle paar Monate kam jemand auf den sehr vernünftigen Gedanken, wir könnten das doch ganz viel einfacher machen, wenn wir uns einen Mob bauen. Ne? So wie auf dem Flughafen, so 1,80 breiter Mob, da muss man nur einmal durchgehen. Und dann geht das alles viel schneller und das ist auch, geht nicht auf den Rücken und so weiter. Und ich als Abt war dann immer so ein bisschen in Erklärungsschwierigkeit. Ja, das macht zwar Sinn, aber. Und dann, ja, was sage ich aber, ne? Und was ich mal gesagt habe, und das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von der Linda Thomas, ne? Stell dir vor, du bist verliebt und du gibst deiner Geliebten morgens gerne ein Küsschen oder ihr streichelt euch mal. Du würdest ja auch nicht auf die Idee kommen, anstatt ihr ein Küsschen zu geben, da einfach mal so einen Stempel drauf zu machen oder das Streicheln abzukürzen, ne? Sondern streicheln. Du genießt diese Zeit, die du verbringst, ne? Und so ähnlich ist es mit dem Putzen in Japan, dass man Dankbarkeit auch ausdrückt gegenüber dem Raum,
der für ihr einen da ist, indem man lebt, indem man meditiert oder in der Schule Unterricht habt. Und natürlich könnte man das vielleicht alles sehr viel schneller noch erledigen, aber das ist einfach so wie die Zärtlichkeiten, die man mit einer geliebten Person austauscht, die könnte man natürlich auch abkürzen, aber dadurch verliert man ja, man gewinnt ja nichts, man verliert ja eher etwas, ne? Das Also stimmt, ja. für mich, wenn ich die Japaner beim Putzen angucke, oft ist das so ein bisschen wie Petting fast schon, ne? Dass man jemanden, ne? Man könnte das alles sehr viel schneller machen und effizienter. Und man muss das ja auch nicht täglich machen. Das würde ja auch zweimal die Woche reichen. Aber das ist halt so, wie Sie sagen, ja, zweimal in der Woche Küsschen reicht doch. Das müssen wir doch nicht täglich machen. Man macht sich ja auch immer wieder neu vertraut mit dem Raum, finde ich das Genau, super. ne? Genau, ja. Ja. Ja, der Raum ist ja unser erweitertes Ich. Ja. Ja. Was du ganz am Anfang angesprochen hattest, ne? Also da gibt es dieses Kapitel über Liebe in meinem Buch, ne? Dass ich, Ja. noch, ich schreibe noch dran, ne? Also ich hoffe, dass ich es bis Jahresende fertig habe, ne? Ich freue Und mich da darauf. zitiere ich auch von deinem Blog und auch einen längeren Kommentar, der unter deinem Blogartikel da gepostet wurde, ne? In deinem Blogartikel, du stellst die Frage, wie ist es möglich, die Liebe in einem zu erhalten, wenn man sich einsam fühlt, wenn man niedergeschlagen ist, verzweifelt, wenn man, ja, kurz gesagt, selbst nicht das Gefühl hat, dass die Welt einen jemals geliebt hätte, ne? Ja, Wie, ja. und eine Kommentarspalte, eine Schreiberin darunter schreibt dann, dass sie ebenfalls ja dieses Gefühl hatte an Heiligabend. Ihre Mutter war gestorben, sie hatte wohl das Haus geerbt, von der Mutter war jetzt aber ganz allein drin. Eigentlich war es abgemacht, dass ihr Bruder sich um die Mutter kümmern würde, na, in den letzten Jahren. Er hat das aber nicht getan. Sie hatte sich zerstritten mit dem Bruder, war einsam und legte sich dann an Heiligabend ins Bett. Und erinnerte sich an so die schönsten Stunden aus ihrer Kindheit. Und dann plötzlich rief sie ganz unerwartet eine Person an, die auch, glaube ich, in der psychiatrischen Behandlung war und fragte sie, ja, wie geht's dir, ne? Und plötzlich fühlte sie sich jetzt in meinen Worten so wieder in den Arm genommen von der Welt sozusagen, ne? Plötzlich fühlte sie sich wieder in den Arm genommen von der Welt. Da ist eine andere Person. Da ist eine andere Person, die fühlt sich wahrscheinlich genauso einsam wie ich. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Dann ging sie hinaus in den Garten und ja, spürte sich dann eben auch geliebt von den Bäumen und Pflanzen da draußen, ne? Sie fühlte sich akzeptiert in der Natur. Und eine Person, die diesen Text, den ich geschrieben habe, den ich daraus gemacht habe, fragte mich ja, kann man das wirklich Liebe nennen? Beziehungsweise ja vielleicht Selbstliebe, aber geht das nicht eher in die Richtung Mitgefühl? Fehlt da nicht, oh, das Aktive, ne? Ja, wenn man erkennt, anderen, denen geht es ähnlich wie ich bin nicht allein mit meinem Leid, das kann einem natürlich Sicherheit geben. Aber Liebe ist doch noch ein Schritt weiter. Ich weiß nicht, ich habe ja auch deine Worte da verwendet. Du kennst auch, glaube ich, die Kommentarschreiberin. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, zu diesem Thema Lieben, geliebt werden, ne? Beziehungsweise loslassen hat damit natürlich auch wieder zu tun. Loslassen, annehmen, aber auch angenommen werden. Ja, ich hatte ja meinen Blogbeitrag, wo ich frage, wie kann ich denn lieben, wenn alles nur noch zum Hassen ist, ja, damit Genau. beantwortet, indem ich bemerke, dass der andere genauso leidet wie ich. Und Ja, da ja. schrieb sie ja auch, ist das Liebe oder ist das Mitgefühl? Ja. Ach, und ich glaube, das ist wirklich manchmal schwer zu unterscheiden. Und Ja. manchmal stelle ich mir vor, ist es das
Gleiche, weil ja Liebe auch eine Resonanz ist. Ja, Der ja. andere weckt in mir etwas oder bringt etwas zum Schwingen, was er auch spürt. Und Liebe ist ja was, was man wirklich gar nicht machen kann. Also man kann sich ja vielleicht Freude verschaffen, indem man sich was kauft, oder man kann einen Streit anfangen und wütend werden, aber wir sind ja so ein bisschen ausgeliefert, ob wir den anderen lieben können oder nicht. Das ist ja wirklich ein schwieriges Kapitel. Und manche, ich glaube, auch so pathologische Liebesbeziehungen, zum Beispiel der Mann trinkt und die Frau verliebt sich in diesen Mann, der trinkt, weil schon der Vater auch getrunken hat und das Kind natürlich den Vater aber trotzdem liebte oder durch die Alkoholfahne durchsehen konnte und den liebenden Kern des Vaters sah oder so. In solchen Beziehungen ist ja Mitgefühl und Liebe auf eine ganz schwierige Weise miteinander verknüpft. Ja. Aber wenn es nicht krankhaft ist, ich glaube, weil ich mich das auch oft schon gefragt habe, liebe ich den anderen oder habe ich nur Mitgefühl? Ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob es nicht manchmal sogar ineinander übergeht, ob es nicht das Ja. Gleiche ist. Ja. Also, das ist ein Vorwurf, der Buddhisten oft von Christen gemacht wird, weil im Buddhismus eher von Mitgefühl die Rede ist als von Liebe, ne? Und dann der Vorwurf lautet, das ist ja aber nur so passiv, ne? Okay, Stimmt, ihr habt ja. Mitgefühl, ne? Aber Wir lieben wir aktiv. die Feinde, ne? Wir lieben ja selbst die Feinde, ne? Wir machen das aktiv, ne? Und natürlich muss man als Buddhist natürlich diesen Vorwurf auch ein bisschen ernst nehmen und sich fragen, ja, okay, reicht das, wenn ich einfach nur sage, hier, okay, wenn ihr mich braucht, hier meine Tür steht offen, hier ist meine E-Mail-Adresse, wendet euch an mich, ne? Sollte man nicht auch manchmal ein bisschen aktiver auf die Leute zugehen? Aber umgekehrt, ne, dieser zu aktive Ansatz, ne? Jetzt das mit dem Schenken von Dingen, die man gar nicht mehr haben will, ist wieder eine andere Sache. Ne? Aber oft ist ja auch das Bedürfnis, etwas für andere zu tun. Ich habe mal von Sadismus gesprochen und Sadismus ist natürlich zu stark als Wort. Ne? Aber manchmal versteckt sich unter diesem Mantel der Nächstenliebe, Feindesliebe, eben auch dieses Bedürfnis, ich will einen anderen haben, für den ich was tun kann. Und je abhängiger der von meiner Liebe ist, umso besser. Und das ist natürlich jetzt auch ein vielleicht extremes Beispiel. Ich will nicht behaupten, dass alle aktiven, proaktiven Ausdrucksformen von Liebe in diese Richtung gehen, ne? Aber da muss man sich, glaube ich, auch manchmal fragen, ne? Wenn man wirklich immer das Bedürfnis hat, etwas für andere zu tun, ist das wirklich etwas, was ich für die anderen tue, oder tue ich das für mich, weil ich mich gut fühle, wenn ich etwas für die anderen tun kann, ne? Wenn man immer der Schenkende sein will und nie der Beschenkte, und solche Menschen gibt es auch, und das ist ja eigentlich nichts Schlimmes, ne? Geben ist besser denn nehmen, sagt ja auch Jesus, ne? Wenn man lieber schenkt als beschenkt wird, eigentlich nichts Schlechtes, aber da verbirgt sich, glaube ich, auch etwas, ne? Wenn man beschenkt wird, da muss man ja dankbar sein. Man steht ja in der Schuld für einen Moment, ne? Wenn man der Schenkende ist, dann steht ja andere in meiner Schuld, ne? Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage Sadismus, ne? Auch wenn ich weiß, Sadismus ist zu stark, ne? Aber man ist in der Machtposition, in dem Moment, wo man etwas Gutes tut. Wenn man selbst Schenkt. den Feind liebt, ne? In dem Moment stehe ich über meinem Feind, ne? Und der Feind kann mit mir machen, was er will. Ich liebe ihn trotzdem. Und Und das macht den Feind rasend. es macht ihn rasend, ne? Und ich fühle mich überlegen, aber bin ich wirklich überlegen in dem Moment, ne? Ich glaube, man kennt ja alle diese Übermütter, die so schrecklich viel schenken oder die so schrecklich, oh, ich liebe dich doch. Und man denkt, wo ist da wirklich die Liebe? Das ist ja alles ganz schrecklich. Ja, Und ja. Liebe kann man ja so schlecht machen.
Aber manchmal denke ich, ich habe das manchmal mit Sachen, die ich wirklich hasse, also Beschäftigung mit Zahlen, mit Buchführung oder so. Und ich glaube aber, man kann sich selber schon eine innerliche Drehung geben. Also manchmal nehme ich mir dann vor, wenn ich eine Sache, wenn ich der immer wieder begegne und ich mag die überhaupt nicht, dass ich mir vorstelle, ich gucke die jetzt aber mal mit liebenden Augen an. Oder ich interessiere mich jetzt mal ganz bewusst dafür oder schau mal das Detail an. Dann merke ich, dass man schon ein bisschen, wenn man möchte, die Liebe auch in sich wecken kann. Aber das geht in kleinen Grenzen. Aber manchmal, glaube ich, kann man es schon, wenn man die Sachen immer so hasserfüllt anguckt oder so, mal zu überlegen, kann ich dem nicht auch einen liebenden Blick geben? Also ein bisschen geht es. Also es darf nicht in Selbstlüge enden oder in Erschöpfung oder so. Aber ich glaube, manchmal ein bisschen kann es funktionieren. Die Liebe zur Steuererklärung Genau, 2013. ich hole sie gleich wieder raus aus dem Mülleimer. Verstehe, verstehe. Ja, man liebt ja auch oft im anderen etwas, was man von sich selber gut kennt. Oder man liebt etwas, was man wiedererkennt. Ein Duft, den man immer gern gemocht hat, oder ein Gesichtsausdruck beim anderen. Oder wie die Melande das schrieb, es reicht ein einziger warmherziger Blick und die ganze Welt kann sich verändern. Also von einem anderen, ne? Oder ein Anruf, der in der, ja, die rief ja in der Not dieser Kommentarschreiberin an. Und das kann reichen. Man geht dann raus und sieht die ganze Welt mit anderen Augen. Also ich versuche das auch manchmal so als Gedankenexperiment. Wenn ich so in die Welt blicke, dann gucke ich ja so, wie ich die Welt sehe. Aber dann versuche ich mir vorzustellen, wenn ich jetzt meine beste Freundin wäre, wie sieht die denn die Welt? Und dann habe ich das Gefühl, die sieht anders aus. Also allein indem ich mir den anderen vorstelle, wie der wohl die Welt sieht. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich nur ein Gedankenspiel ist oder ob das irgendwie geht. Aber ja, Mitgefühl und Liebe hängt für mich so eng zusammen. Aber interessant, mir ist das eben erst aufgefallen, dass die Buddhisten eher von Mitgefühl sprechen und die Christen eher von Liebe. Und vielleicht ist der Unterschied gar nicht so groß. Letztlich glaube ich nicht, ne? Aber eben das eher Passive beim Buddhismus und das eher Aktive beim Christentum, das gibt es schon, ne? Und dass eben Ja, beides halt auch stimmt. was Positives sein kann, aber auch was Negatives sein, ne? Ja, Und bei mir kommt ja danach das Kapitel über Hingabe, und Hingabe ist, glaube ich, das, was irgendwie die beiden verbindet, sozusagen, ne? Was du jetzt auch sagtest, ne? Man mag nicht mit Zahlen arbeiten, Steuererklärung mag eigentlich keiner, ne? Aber man kann sich dran hingeben. Also du liebst es nicht, die Steuererklärung zu machen, aber du Ja. in dieser dich einfach mal dieser Sache zu öffnen, dich vollkommen einzulassen auf etwas oder auf eine Person. Aber eben auf eine Sache, wie du magst es nicht sauber zu machen, aber du lässt dich mal ein und kommst auf diese Weise auch mit dem Raum mehr in Kontakt, mit dir selbst mehr in Kontakt, ne? Also ich glaube, letztlich ist die Hingabe, die beides so ein bisschen miteinander verbindet. Ja. Und ich glaube ja auch, ich könnte so viele dieser Dinge nicht, wenn ich nicht in der Psychoanalyse die Liebe erfahren hätte. Also dieser Spruch, du musst dich erst lieben, damit du andere lieben kannst, ich glaube, der stimmt nicht. Ich glaube, jedes Kind muss zuerst von einem anderen liebend angeguckt werden. Ich glaube, so steht es ja auch in der Bibel, also weil Gott liebte dich zuerst. Ich glaube, nur so rum kann es gehen. Und in der Analyse habe ich jahrelang erfahren, wie ich Mitgefühl bekam und wie ich liebend angeblickt wurde. Und das hat in mir Liebe und Hingabe geweckt. Und ich glaube, ohne einen anderen Menschen ist es sehr, sehr schwer. Also man kann es vielleicht auch in der Natur, in der Musik und so auch finden.
Aber ich denke irgendwie immer, man muss zuerst einmal geliebt werden oder sich die Gelegenheit geben, geliebt zu werden. Und dann ist es sehr viel leichter, selber zu lieben oder sich hinzugeben. Das hängt damit ja oft zusammen. Wenn ich nur misstrauisch bin allen anderen Menschen gegenüber, kann ich mich da überhaupt irgendwem hingeben? Geht das überhaupt? Oder wie finde ich überhaupt den Weg zu einem anderen Menschen? Und das meinte ich in meinem Blogbeitrag, wenn ich mir bewusst mache, dass der andere Mensch genauso leidet wie ich, dann ist das wirklich eine Tür. Das finde ich ganz wichtig. Selbst, also gerade wenn ich ein hasserfüllter Mensch bin und eine schwere Kindheit hatte und mir viel und ich kein Geld habe, alles ungerecht und Krebs oder Behinderung, alles Schlechte, so ne, wie Hiob, alles auf einem selber landet. Und ein anderer erzählt von seinem Leid, dann hat man ja selber die Tendenz zu sagen, ach, ich wünschte, ich hätte so ein kleines Problem. Aber wenn man sich klar macht, für den anderen ist das aber, der andere ist auch subjektiv. Für den ist das genauso schmerzhaft. Ich finde, das ist, als würde eine Tür aufgehen. Der andere merkt das, dass ich den auf einmal ernst nehme in seinem Leid. Und dann gibt es ein positives Wechselspiel. Für mich war das auch so ein bisschen so mit diesem Satz, Leben ist Leiden im Buddhismus. Viele Leute sind da so ein bisschen, wie sagt man, abgeturnt, ne? Also wie? Also stimmt doch gar nicht. Das Leben ist doch schön. Ne? Aber mir hat das sehr geholfen, dass da jemand sagt, was ich immer gespürt habe. Ne? Aber man traut sich das ja so nicht zu sagen. Ne? Da sagt einer, Leben ist Leiden. Ja. Endlich sagt's mal. Endlich. Richtig. Ich dachte immer, ich wäre der Einzige. Und das sagt dann auch ein Prinz. Ne? Also das ist ja auch ein großer Unterschied zwischen Jesus, ne, dem Zimmermannssohn, der ja Ja. unehelich ist, ne, und der immer auf Wanderschaft ist. Und da ist dieser Prinz, der König hätte werden können, glücklich verheiratet, er hat einen Sohn. Und der sagt, Leben ist Leiden. Wenn der das sagen darf, dann darf ich es auch sagen. Ne? Man fragt sich Wunderbar. ja immer, darf ich denn das überhaupt sagen, wenn jetzt hier in der Ukraine, ne, und im Gazastreifen die Leute sind zerbombt, sie haben ihre Kinder verloren, ihre Eltern verloren und dann darf ich doch nicht sagen, dass ich leide. Doch, ich darf es sagen. Ne? Ja. So einen schönen Roman habe ich letztens gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber da sagte wohl auch ein fiktiver Sigmund Freud zu einem Jungen, was ist schon der Zweite Weltkrieg gegen deinen Liebeskummer? Das finde ich so einen schönen Satz. Ja, das finde ich so wichtig auch. Deswegen mag ich, glaube ich, auch die Analyse so, weil die sich mit dem Leiden beschäftigt. Und das muss nicht weggemacht werden und nichts, sondern es wird anerkannt, so wie es ist. Und das finde ich unglaublich befreiend. Und dann finde ich, durch die Beschäftigung mit dem Leiden kann dann manchmal das Gefühl entstehen, es ist doch alles ganz gut oder alles ganz schön. Und den gleichen Wechsel haben wir eben auch mit Beruhigung und Beunruhigung. Wir sind eben wie die Babys auch noch. Wir sind ständig immer wieder beunruhigt und müssen uns beruhigen. Und das anzuerkennen, dass das eben so ist. Wir sagen einander, schlaf gut und träum was Schönes, aber meistens haben wir ja eher schlechte oder quälende Träume oder Sorgenprodukte oder dass wir mal was richtig Schönes träumen, ist ja eher bei den meisten Menschen die Seltenheit. Und so ist es im Leben, glaube ich, auch. Ja. Bei dir sind die Mäuse im Hintergrund. Ja, heute der Rest der Familie ist auch da, ne? Dadurch Mäuse, ne? Du Wir hörst haben es oben unterm wahrscheinlich, ne? Dach irgendwelche Tiere, die rennen die ganze Zeit hin und her. Es hört sich so ähnlich an. Dachse, Mäuse, weiß nicht. Ich habe heute auch ein anderes Mikro. Hörst du einen Unterschied? Die Also du bist Tonqualität? perfekt ausgeblendet und perfekt mit dem Mikro. Also ist Ja. es besser oder genauso wie das andere? Es hat eine Hörst du einen andere Unterschied? Tonqualität, aber es ist genauso gut. Es klingt ein bisschen unnatürlicher, aber nur ein Millimeter, finde ich. Aber es ist sehr klar. Ja, und ich habe wieder diese YouTuber-Leuchte vor mir, ne? Also Perfekt. diese Neonleuchte, ne? So ein Heiligenschein, und ich muss immer in die Mitte gucken, ne? Auf die Kamera.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, wieder eine knappe Stunde miteinander gesprochen, ne? Ja. Eine Sache, die mir jetzt am Ende in den Kopf kam, müssen wir jetzt aber nicht drüber sprechen, aber eine Frage. Patricia Highsmith, hast du die gelesen? Nee. Nee, nee, also, Nee. dann okay, gut. Sonst, das wäre auch vielleicht ein interessantes Thema. Also der Grund, weshalb ich drauf kam, dieses Zitat, das dem Sigmund Freud da in den Mund gelegt wird, ne? Was ist denn der Zweite Weltkrieg gegen deinen Liebeskummer? Ne? Der Peter Handke, der sprach mal wohl von den privaten Weltkriegen der Patricia Highsmith. Ne? Also ich glaube, die war auch in Psychoanalyse. Ne? Und also das Interessante bei ihren Krimis ist, normalerweise, ja, es geht ja darum, den Täter zu finden oder so bei vielen Krimis. Ne? Bei ihren Krimis geht es in der Regel nicht darum, herauszufinden, wer der Täter ist. Oft sind die Krimis aus der Perspektive des Täters geschrieben. Und das Interessante ist, normalerweise, irgendwann würdest du den Täter schnappen, ne? Und dann wird er bestraft. Und bei vielen von ihren Romanen ist es so, der bringt einen um. Zum Beispiel, ne, es geschieht ein Mord, man weiß auch, wer den Mord begangen hat, aber dann, es passiert nichts oder manchmal löst sich dann auch das Problem durch diesen Mord, ne. Es gibt eine Okay. Serie, Teile davon sind auch verfilmt, Der amerikanische Freund, das ist noch aus den späten 70ern, Anfang der 80ern. Das war der Wim Wenders, der das verfilmt hat. Ne? Aber dann gibt es diese, wie heißt der? Ne? Also Tom Ripley ist der Hauptdarsteller. Ne? Ein Amerikaner, der nach Italien kommt, da irgendwie kriminell wird und dann plötzlich die Identität eines anderen annimmt, den umbringen muss. Und irgendwie löst sich das dann immer wieder. Ne? Also interessant insofern, als sie unsere sowohl christlich als auch buddhistisch genährte Erwartung, dass eine schlechte Tat mit einer Strafe beantwortet wird, irgendwie immer hintergräbt. Ja, Ne? Also ja. Patricia Highsmith ist, also ich habe sie sehr gerne gelesen als Student, ne? Und wahrscheinlich auch so aus analytischer Perspektive, wahrscheinlich eine interessante Person. Ne? Ja. Eine sehr interessante Person. Muss ich mir mal merken. Ja. Was ist, wenn die Strafe ausbleibt? Genau, da plötzlich, ne, also auch das Bedürfnis, sie spielt, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesem Leserbedürfnis, ne, und was kommt jetzt? Und dieses Bedürfnis des Lesers, das am Ende irgendwie die Guten belohnt und die Schlechten bestraft werden. Dieses Bedürfnis wird nicht bedient, ne? Also Ja. enttäuscht. Ne? Aber diese Interessant. Enttäuschung hat dann auch wieder was Befreiendes. Ah, es muss Ja. ja gar nicht, der Böse muss ja gar nicht bestraft werden. Ne? Man muss Besonders sich wenn einem die selbst auch Möglichkeit. nicht be Ja. Genau. Ne? Und also das wird dadurch erleichtert natürlich, dass man sich in ihren Romanen oft mit dem Bösen, mit dem Täter identifizieren kann, ne? Und dann eben diese Erwartung, ich werde noch irgendwann bestraft. Nö, es kommt keine Bestrafung, es ist einfach so. Du bist einfach so, ne? Und Ja, lass dich selbst in Ruhe. Das Buch von Midal, das ist hier in Frankreich so bekannt gerade. Gib aha. dir selbst Frieden, lass dich selbst in Ruhe. Also wie es ist, ist es halt. Ja. Ja, hat mich gefreut, ne? Mich auch. Und bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei den Zuschauern, ne? Wenn ihr Fragen habt an die Dunja oder mich, ne, lasst es uns in der Zuschauerspalte, in der Kommentarspalte wissen, ne? Ansonsten, ne, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Wann es ist, wissen wir noch nicht, ne? Aber wir werden uns was überlegen, ne? Themen, ne? In meinem Buch, ne? Also du hast mir auch schon einiges geholfen, ne? Da könnten wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen, ne? Das nächste Thema bei mir ist die Egolosigkeit, ne? Beziehungsweise gibt es Ach, das wie überhaupt, ne? schön.
Das Thema Ego hatten wir, glaube ich, auch schon. Ne? Oder das Ich wäre es ja bei Freud. Ne? Über Ich, das Ich und das Es. Ne? Und im Buddhismus wird immer so davon gesprochen, als wäre das Ego das Grundübel, ne? Das die Wurzel alles Übels. Ne? Aber manchmal habe ich das Gefühl, da geht man auch ein bisschen zu weit. Ne? Und das Bedürfnis, das Ego klein zu machen, gerade da ist ja das Problem, ne? Hier das böse Ego. Wer sagt das in dem Moment? Ne? Stimmt. Eckhart Tolle, habe ich jahrelang zum Einschlafen gehört. Was Eine sagt der über das Psychoanalyse. Ego? Was sagt der über das Ego? Der benutzt ja eher diesen Begriff Pain Body, also diese Hülle über uns, die immer sich verkrampft und festhalten will und das will und das echte Ich, was aber liebenswert ist und entspannt ist und im Jetzt lebt. Diese Unterscheidung fand ich ganz schön. Also, okay. Ja. Na. Okay, danke für das Freut mich. Gespräch, ne? Ich wünsche Danke dir einen schönen Tag. Der bei dir beginnt der Tag ja. Bei mir ist es jetzt nachmittags schon, ne? Aber bis zum nächsten Mal, Schön. ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.